Ich glaube, erst in einer Minute. Ach nee, live! Hey! Ich habe. Hallo, Hallo hallo. Katrin. Hallo, Jan. Hallo, Crowd. Genau, wir sind heute das zweite Mal bei Laid Back. Jan und ich reden einfach. Eine Stunde diesmal, aber nur das letzte Mal waren wir zu lang, anderthalb Stunde. Und wir haben herausgefunden, dass die Leute gerne die Tagesschau live gucken wollen um 20 Uhr. Deswegen hast du gesagt, Jan, machen wir heute 20, nee, 19:58 Schluss. Ja, es gibt ja immer diese Übertragungsschleife, also auch digital. Aber wir können sagen, wir machen zu den letzten Sonnenstrahlen Schluss und vor allen Dingen zur Tagesschau. Also, und das ist unser Eindruck. Ja, schön, Katrin, dass wir das heute machen. Das ist jetzt die dritte Ausgabe unseres Taz Talks. Also ab sofort nennen wir uns Taz Talk, so wenn plötzlich Namen geändert werden. Taz Digilab. Wir wollten das nicht in Verwechslung bringen mit dem TazLab, das ja erst nächstes Jahr stattfindet. Und jetzt reden wir gegen das Müssen. Das müssen. Wie muss man eigentlich so einen Tag der Befreiung verbringen? Was hast du heute gemacht, Jan? Heute ist ja sozusagen 75 Jahre Ich habe offiziell heute, Kriegsende. ich glaube, ich habe abgesehen von Menschen, die sich auch vom Alter her direkt an diese Zeit erinnern können, und Teilen der politischen Elite, habe ich diesen Tag genauso profan verbracht in Berlin, ja einmalig, bedauerlicherweise. Ich finde, es sollte ein Feiertag werden, aber in Berlin ist es ja ein Feiertag. Woran ich da gedacht habe, ist tatsächlich, dass mich Freunde etwa aus Dänemark oder der Schweiz oder dass mir auch ein Freund aus Irland sagte, dass sie uns Deutsche nicht verstehen können, dass wir so willfährig, also das meint, das sind alles Liberale, das sind Linke, uns so dieser Sprachregelung von Deutschland sei befreit worden unterwerfen. Und ob man da nicht wenigstens so ein paar patriotische Gefühle habe, dass denn ja auch Angehörige umgekommen sein könnten im Krieg. Und da habe ich heute tatsächlich drüber nachgedacht, ob das erkältete Herzen sind, weil ja für viele Leute ist jetzt in den Familien wirklich so, die Großväter, die Urgroßväter sind ja umgekommen. Und ich kann dazu nur sagen, ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass die Rote Armee Deutschland mit besiegt hat, hauptsächlich von also mit dem Sturm auf Berlin. Und ich bin auch heildankbar Kriegsherren wie Churchill oder den USA oder auch am Ende des Tages Frankreich und Charles de Gaulle. Ich bin dankbar, dass die dieses Deutschland, was bis 45 war, besiegt haben. Und ich habe überhaupt keine nationalistischen Gefühle oder so. Ich denke auch tatsächlich, hat man auch im Radio heute gehört, all die, für die es wirklich eine Befreiung war. Aber in erster Linie finde ich das mit der Befreiung ein bisschen zu pompös, denn ja, ja, das ist toll, dass Deutschland damals besiegt wurde. Das ging mir heute durch den Kopf. Das ist ja auch, das ist ja auch so eine Kritik an der berühmten Weizsäcker-Rede von 85, dass da sozusagen genau mit diesem prägenden Text zu, dass Deutschland befreit wurde, irgendwie auch so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wurde, dass das jetzt nicht Hitler allein an allem schuld war. Also ich habe mir tatsächlich die Rede heute nochmal angehört. Sehr lang, 40 Minuten ist okay und ist ja auch ein wichtiges Datum. Aber es ist schon interessant. Also ich glaube, für die Zeit war die Rede ja total wichtig und ich glaube, er hat ja auch ganz dolle den diesen Vertriebenen eins auf den Deckel gegeben, die irgendwie immer noch dachten zum Teil, dass sie in ihre alten Gebiete irgendwie, dass sie die mal zurückerobern sollten irgendwann. Aber sozusagen aus der Perspektive jetzt ist es schon, finde ich, in der Rede ein bisschen nach meinem Geschmack zu wenig stark diese
kollektive Schuld, die da einfach passiert ist. Und dass sozusagen nicht ein böser Mann kam, dem die Leute aus Versehen irgendwie gefolgt sind, sondern dass da eben auch ein rassistisches Weltbild bedient wurde. Ja, da, es gab ja einen Politiker der CDU, Philipp Jenninger, der saß im Bundestagspräsidium, wenn ich das richtig erinnere, einige Jahre später, der eine Rede gehalten hat und nach dieser Rede musste er von seinem Amt zurücktreten. Das war ein Skandal, weil man ihm unterstellte, dass er eigentlich Verständnis wecken wollte für Nazi-Deutschland ab 1933. Das Gegenteil war nur der Fall. Konservative damals waren anders als heutige Konservative, name it, Altmaier, Spahn, Merkel. Aber die Konservativen waren damals sprechen über erstmal Privates, Gesellschaftliches in der Weise nicht gewohnt. Und sie setzten sich intensiv seit dieser Weizsäcker-Rede mit diesem Umstand auseinander. Und Jenninger hat eigentlich intensiv, anders als Weizsäcker, darauf hingewiesen, dass der Nationalsozialismus eigentlich jetzt nicht, da gab es jetzt so einen Bad Guy namens Hitler, sondern das war eigentlich auch tatsächlich eine völkische Angelegenheit. Also Hitler, also die NSDAP hätte bei freien Wahlen, so vermuten Historiker, ist auch mein Gefühl, wenn ich jetzt die eigenen familiären Erzählungen nochmal Revue passieren lasse, die NSDAP hätte noch in den frühen 40er Jahren eine lockere Zweidrittelmehrheit bekommen. Und eigentlich noch mehr. Es gab ein großes Einverständnis und es war nicht Hitler, sondern es war eben tatsächlich eine Bevölkerung namens Nazi-Deutschland. Und dann gibt es noch ein, wenn ich das noch ergänzen darf, ein berühmtes Buch, also bis zur Phraseologie runtergedroschen als Titel, von Alexander und Margarete Mitscherlich, die Unfähigkeit zu trauern. Also das ist ja eigentlich inzwischen eine unerträgliche Chiffre, weil so, wie sie benutzt wurde, eigentlich gar nicht gemeint war. Da ging es nicht um die Trauer, um den Mord an den europäischen Juden, um den Verrat an Nachbarschaften, an Einvernehmen, an Solidarität deutschlandweise, sondern da ging es um die Trauer um einen geliebten Führer, nämlich Adolf Hitler. Das ist der Kern dieses Buches. Und tatsächlich, da finde ich, an der Stelle hat mir unser Bundespräsident von heute ganz gut gefallen, die Arbeit an der Erinnerung ist eigentlich noch nicht zu Ende. Ja, ich fand auch, ich fand visuell war das schon ein sehr trauriges Bild, die fünf da auf diesem leeren Platz und in der Seite sah man die schwarzen Limos so ein bisschen. Aber ich fand auch gut, dass er sozusagen versucht hat, auch den Bogen ins Jetzt zu schlagen und dass die Arbeit oder die Auseinandersetzung mit rassistischen Tendenzen in der Gesellschaft in Deutschland überhaupt nicht vorbei sein kann, weil es ja jetzt in letzter Zeit auch öfter diese Debatte gab, ob man nicht mal einen Schlussstrich ziehen könnte. Genau, und das fand ich total gut, dass er den Bogen zu Hanau auch gezogen hat. Und genau, ich habe den Tag heute auch nur zu Hause verbracht, obwohl zumindest in Berlin wunderschönes Wetter ist und wir in Berlin ja eben den Feiertag haben, als Ausweichfeiertag für den Frauentag, der eigentlich jetzt unser neuer Feiertag ist, ab nächstes Jahr dann wieder. Und genau, und ich habe mir eine Online-Demo angeschaut, nämlich von der, hört man eigentlich hier meine Wohnungsgeräusche nebenbei? Nein. Ich glaube, ich habe einmal so ein Zwitschern eben gehört. Das ist doch erfreulich. Ah, okay. es gab noch andere Geräusche, egal. genau, und da war eine Online-Demo von Migrantifa Berlin. So Aktivistinnen in Berlin, aber es gibt auch Gruppen anderswo in Deutschland. Und die haben sozusagen den Tag heute den Tag des Zorns genannt und sind mit einem Boot
über die Spree gefahren und haben von da live übertragen. Aber es gab auch so Einbindungen von sozialen Netzwerken, wo Leute Schilder hochgehalten haben, zum Beispiel in Erinnerung an die Opfer von Hanau. Und genau, und das fand ich irgendwie ganz toll, diesen Tag auch so ins Jetzt zu holen. Ja, wobei das, also Hanau ist ein groteskes, gruseliges Schrecknis. Aber das, was das völkische Deutschland nicht erst ab 1933, also da hat sich ja schon vorher viel entwickelt, was es auszeichnete, war nicht Rassismus alleine, sondern Antisemitismus ist schon noch ein anderer Schnack. Das hat was mit Dämonisierung zu tun. Das hat was mit Imagination und kollektiven Fantasien zu tun. Mhm. Und das völkische Deutschland vereinigte sich ja auch gegen das, was es sich unter Jüdischem vorstellte, aus purem Neid. Es ist ja so viel Neid und es gibt auch kollektiven Neid, weil jüdische Deutsche waren wahnsinnig erfolgreich seit dem Beginn der Liberalisierung im 19. Jahrhundert. Und das kulminierte. Man wollte endlich auch, und die Juden waren im Prinzip das dämonisierte Feindbild. Mhm. Und das ist schon noch also eine Differenz. Also ich will jetzt hier nicht rechthaberisch sein, aber Rassismus meint noch also auch ein Schrecknis, was Skandalöses. Und das ist aber dennoch gut, dass ins heutige Hanau erinnert wird. So von wegen, es ist jetzt nicht nur eine Angelegenheit vom Rechtsstaat, das weiter zu ermitteln und genau die Bedingungen sich nochmal anzugucken. Aber ich finde insgesamt erstaunlich, dass nach wie vor wahnsinnig viele Geschichtswerkstätten existieren, dass im Gegensatz zu dem, was die AfD sich wünscht, auch Jugendliche heftig interessiert sind, über die Zeit viel mehr zu erfahren, dass das Familiengespräch nach wie vor virulent ist, ganz stark lebendig. Und das ist auch, wenn man so will, von linker, liberaler Seite eine Erzählbewegung von der übrigens auch damals Richard von Weizsäcker profitiert hat. Also anders als Kohl und seine Freunde der geistig-moralischen Wende wollte von unten eine starke Bewegung, dass man genau mit dieser Nazi-Vergessenheit nicht aufräumen sollte. Ja, klar, also man kann natürlich damals überhaupt nicht mit heute vergleichen, darum geht es irgendwie auch nicht unklar, und Antisemitismus hat irgendwie nochmal eine ganz eigene Geschichte in Deutschland, aber es ist ja schon... Genau, ich finde, wir hatten am Mittwoch so ein Dossier in der Taz, 10 Seiten zum Tag der Befreiung. Ja. Und da war auch ein ganz toller Text von Dina Riese drin, wo es eben auch um die Frage ging, jetzt wo wirklich langsam auch die Zeitzeugen sterben, wie erzählt man eigentlich diese Geschichte weiter und wie können sich auch jetzt Generationen auch so ein bisschen von der Fokussierung auf die Überlebenden lösen und trotzdem einen guten Weg finden, sich an diese Zeit zu erinnern, ohne dass jemand da ist, der sagt, ich war dabei, ich habe gelitten, ich war fast gestorben aufgrund von Deutschland oder dem Dritten Reich. Und das fand ich auch total spannend. Und das ist, genau, und ich finde halt sozusagen, ich finde es eigentlich auch schön, sozusagen den Tag irgendwie so als Widerstandstag zu sehen gegen antisemitische, rassistische, homophobe Tendenzen in der Gesellschaft zu nutzen, um im Jetzt zu sein auch. Ja, wobei, Katrin, wie ist so eine modische Sprachfloskel? Da bin ich ganz bei dir. Auf der anderen Seite ist es so, mit meinem Freund Nathan Schneider, ein wunderbarer israelischer Soziologe, gesprochen. Ich halte von dieser, wir müssen jetzt alle nach Auschwitz fahren, Pädagogik eigentlich eher wenig. Ich finde, da sieht man nichts. Also was soll man da? Ich finde, Anstand und Benimm sind, und dass man zu Schwächeren nicht aggressiv ist, das sind, also wenn man so will,
bürgerliche Tugenden, und damit meine ich jetzt bürgerlich nicht in einem Sinne von CDU oder konservativ, sondern das weiß man auch so. Also, dass man zu neuen Bürgern und Bürgerinnen in der Bundesrepublik respektvoll zu sein hat, dass man ihnen nicht das Leben versaut, dass man dann nicht rassistisch ist und schon gar nicht, also vom NSU zu schweigen. Also das geht ja irgendwie alles gar nicht, aber diese Aufbereitung dessen, was man jetzt Auschwitz nennen könnte, finde ich pädagogisch eigentlich in gewisser Weise fragwürdig. Also das. Ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, als ich zu Schulzeiten sind wir nach Buchenwald gefahren und das war schon, also mich hat es, ich weiß nicht, ob es mich geprägt hat, aber ich weiß, es ist halt sozusagen so ein, ich weiß nicht, ein total starker Moment war, irgendwie wirklich an so einem Geschichtsort zu sein und zu erfahren durch die pädagogische Aufarbeitung, die da passiert ist, oder die pädagogische Übermittlung, irgendwie so, das ist in Thüringen, das ist hier so, das ist ja mitten, diese Orte sind ja mitten unter uns die ganze Zeit. Ja, mich hat, ich habe in der Schule, also stimmt übrigens nicht, ich bin ja Jahrgang 57 und ich kann mich erinnern, dass im Geschichtsunterricht der frühen 70er Jahre sehr wohl vom Nationalsozialismus die Rede war. Es waren junge Lehrerinnen und Lehrer, also da vom Curriculum verbot sich gar nichts, die haben es gemacht und das stand auch im Lehrplan drin. Mhm. Wir haben Filme über Anne Frank gesehen und wir haben auch vieles andere erfahren und ich selber war da schon immer wissbegierig. Was mich aber wirklich erschüttert hat, viel stärker als jetzt auch ein Schulbesuch im früheren KZ in Hamburg-Neuengamme, was mich viel mehr erschüttert hat, ist eine historische Untersuchung von Christian Gerlach, das ist schon ziemlich alt, 15 Jahre schätze ich mal, der über Auktionen recherchiert hat. Also das heißt von Wohnungen und Hab und Gut von jüdischen Bürgerinnen und Bürgern, die teils in KZs verschleppt wurden oder die fliehen mussten und dann in die USA, nach England oder wo auch immer hingingen, gerade noch flüchten konnten. Und da gab das Auktion, da wurde deren Hab und Gut versteigert. Und dass es Menschenaufläufe gab, so Schnäppchenjäger und Jägerinnen. Und das hat mich im Grunde genommen, ich war da natürlich schon älter, aber das hat mich erschüttert, weil ich dachte, genau dieser Umstand ist das, was ich damals befürchtet hätte. Das ging mir total nah, was so, wenn man so will, das wahre Leben anbetrifft. Also sowas wie KZ ist so wahnsinnig fern. Mhm. Und also das von Neuengamme erinnere ich eher nur von einem Besuch mit einem damaligen Bündnis von Schwulen- und Lesbengruppen, die da unbedingt für die Rosa-Winkel-Opfer ein Kranz niederlegen wollten. Das war in den sehr frühen 80er Jahren und das wollten die NS-Opferverbände damals nicht, weil man fühlte sich eigentlich durch die Erinnerung an die schwulen Opfer eigentlich eher beschmutzt und wollte, und damals war auch noch nicht so viel vom Jüdischen die Rede, sondern eher von Kommunisten und Sozialdemokraten. Also ich finde, also wie gesagt, es Menschen, die jetzt aufwachsen, werden nicht eher zu guten Bürgern, also moralisch oder anständigen Bürgern, indem sie jetzt nochmal Zeitzeugen zuhören und Zeitzeuginnen, das ist gut, so es noch geht. Aber die Lektion, wenn man so will, man kann eigentlich aus Geschichte nicht so viel lernen, sondern man kann eigentlich immer nur sagen, und man versucht selber ein anständiger Mensch zu sein. Mhm. Man ist einfach kein Rassist. Schluss, aus, fertig. So. Man ist bitte auch kein Antisemit und man verhält sich auch Schwachen gegenüber prinzipiell wie gegenüber Schutzbefohlenen. Man schützt sie, man schlägt sie nicht. Und das finde ich grotesk. Und eigentlich finde ich, dass auch der Schutz von Synagogen, also wie jetzt, wie wir das dieses beim kleinen Massaker in Halle, das ist eine Aufgabe des Staatsschutzes, dass man im Grunde genommen die rechtsextremistisch Verdächtigen, dass man die nicht in Ruhe lässt und dass man die
mit großer aggressiver Polizeigewalt verfolgt und sie einschüchtert und nötigenfalls sie sehr schnell, sehr früh einknastet, damit die gar nicht erst auf dumme Ideen kommen. Ja, das ist klar, das ist der eine Aspekt, also der Moment, wo es gewalttätig wird. Aber dann gibt es ja schon auch noch den Aspekt des Alltagsrassismus, was ja irgendwie auch in den letzten Jahren in Deutschland viel diskutiert wurde. Und das finde ich schon auch einen wichtigen Ansatz, sozusagen zu gucken, wo verletzt man sich mit Worten vielleicht oder verletzt andere mit Worten und also sozusagen es sozusagen noch alltäglicher zu machen im Umgang miteinander. Genau, ich meine, ja, sowas wie die N-Wort-Debatte, finde ich, ist also sozusagen, ne, wenn man jetzt sagt, okay, eigentlich leben wir in einem demokratischen Staat und irgendwie es gibt Strukturen, die grundsätzlich aufpassen, schützen und dann ist aber halt immer noch die Frage, was können wir im Alltag tun, um auch bestimmte Umgangsweisen, der Aktualität anzupassen. Und da wird es ja dann schon interessant, weil da gibt es ja dann auch unter Linken unterschiedliche Ansichten, was ein guter Umgang miteinander ist und was nicht. Ja, das, damit meinst du möglicherweise auch mich. Ich habe dazu eine andere Auffassung. Ich finde, nehmen wir jetzt erstmal das mir naheliegende. Unter Schwulen selber kann man Schwuppe, Schwuchtel, das sagt man irgendwie so. Aber das ist natürlich fragwürdig, wenn in einem herablassend saloppen Ton plötzlich heterosexuell orientierte Menschen plötzlich von Schwuchteln reden. Das kann ich irgendwie alles sehen, aber das sind natürlich Kränkungen, das sind dann kleine Verletzungen, aber ich würde da immer empfehlen, bevor wir nur über Sprache reden und bevor wir nicht über das Bildungssystem reden, in dem zum Beispiel migrantische Kinder nach wie vor erheblich benachteiligt sind und die Förderungen eigentlich eher karg ausfallen, bevor wir da nicht über die viel bessere Aufstiegsmöglichkeiten von neuen deutschen Bürgerinnen und Bürgern reden, dann könnte sich es lohnen, dass man sprachlich vielleicht nicht über jede feine Aggression sich aufregt. Das kann man schon tun, aber der empfiehlt sich eine Art von Robustheit auch. Das geht nicht immer. Aber wenn man sich denn im Prinzip denn nur über diese Art von Aggression aufregt und die zum Thema macht, geht so viel anderes verloren. Und ich finde, Wirklichkeit und gesellschaftliches Leben ist viel mehr als jetzt nur der Austausch von Sprachlichem. Dass sich das darüber vermittelt, weiß ich. Aber, genau, also es ist ja nicht nur entweder oder. Und ich finde, grundsätzlich können alle Leute, die wütend sind die zu Recht einen Anspruch haben, wie sie gerne angesprochen werden wollen, diese Ansprüche stellen. Also ja, klar. Mich, das ist kein ja. Widerspruch. Ja, klar. Ja. 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 Was ich übrigens von israelischen Freundinnen und Freunden höre, ist so, die haben ja sehr schwierige politische Debatten, momentan auch um eine Koalition, Netanyahu, Gantz. Mhm. Aber was die immer sagen, Holocaust ist das eine und das Leben ist trotzdem toll. Lass uns jetzt mal über die etwas bunteren, also die crashigeren Seiten des Lebens reden. Katrin, du bist, glaube ich, keine Fußball-Nerdin. Nee, und ich finde es auch unmöglich, dass diese Spiele wieder anfangen. Ich finde es großartig. Ganz, ganz großartig. Der Spruch Brot und Spiele ist immer völlig unterschätzt worden. Natürlich
Wir wollen Brot und wir wollen Spiele. Ja, aber es ist so, ja genau, also ich kann verstehen, dass Leute das irgendwie zur Ablenkung gerne haben wollen und Zusammenhalt im Fußball und so, aber ich finde diese ganze DFL so, also nicht die einzelnen Spieler, aber dieses System so seltsam. Diese Woche gab es ja diesen Fall Kalou, ja, dieser Hertha-Spieler, der da halt so ein bisschen so ein doofes Video gemacht hat, wo er dann Leuten halt so mit Handshake irgendwie so Hallo sagt und so und dann noch jemand, ein Arzt zeigt, der so einen Impftest macht und so. Und dann wird der suspendiert und es geht die ganze Zeit nur darum, dass es nicht okay ist, dass er das gefilmt hat und dass er Leuten die Hand gegeben hat, aber dass natürlich alle auch zurückgeschickt haben und dass es völlig normal ist, wenn sich Menschen treffen, dass sie nah sein wollen. Also das ist so, diese ganzen Hygieneregeln, die sich da jetzt die Fußballvereine auferlegen, das ist natürlich totaler Bullshit und dass da überhaupt so viel geredet wird. Und es ist jetzt ein sehr moralischer Standpunkt, aber dass irgendwie halt so Eltern, vor allem Mütter, irgendwie mit ihren Kindern zu Hause verzweifeln, ist dann irgendwie, hat dann irgendwie nicht so eine gute Lobby gefunden. Also ich. Ja, ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Bereiche. Also beim Kanu, ja, habe ich auch gedacht, Mann, war das nötig. Mhm. Aber das ist, es ist am Ende des Tages ist es ein Verhalten in Sportkabinen und da gibt es Unfälle. Ja, ja, genau. Das Leben ist nicht perfekt. Das Leben ist kein, nicht nur ein Hygieneregime. Das möchten wir doch auch nicht. Und der Kalou hat mir eigentlich ein bisschen leid getan und so ein bisschen fand ich das so mit meiner anarchischen Seele eigentlich auch ganz gut, dass der da so eigentlich gut drauf war. So die ja, also der hat mir total leid getan. Also ich finde irgendwie, der hat sich sehr menschlich verhalten. Genau, und hat dafür ganz schön viel Ärger bekommen. Ja, aber jetzt kriegen wir Fußball. Jetzt kriegen wir Fußball. Ich finde es gut. Fußball, ja, ja. Du bereitest ja auch schon wieder eine Sonderausgabe vor. Ja, Andreas Rüttenauer und ich machen das. Das interessiert einfach eigentlich. Es gibt ja so diese gemeinsamen Lagerfeuer der Republik nicht mehr. Also hast du gesehen und man kann sich darauf verlassen, 90% aller Leute, die man nicht nur kennt, sondern kennen könnte, haben das dann auch gesehen oder mitbekommen. So irgendwie dieses Moment, wo war, also dass jeder irgendwie in den USA genau weiß, in dem Alter war, was er oder sie getan hat beim Kennedy-Mord oder man weiß das mit 9/11. So, und es gibt so kollektive Ereignisse, auf die man sich verständigt. Und es gibt ja im Fernsehen keine kollektiven Ereignisse mehr. Soll man ernsthaft also sich auf eine Kalb-Pflaume-Show einigen? Also das wäre ja grotesk. Also nee, also es gibt Netflix, alles Mögliche. Aber Fußball ist es eben. Da können alle drüber mitquatschen, ob nun qualifiziert oder nicht. Und das gehört dazu. Und das ist jetzt ein neues Narrativ. Ich glaube, so sagt man das vornehmen. Und also in meinem Freundeskreis guckt keiner Fußball. Das ist, ich bin hier schön in meiner Berliner Blase und das spielt das gar keine Rolle. Wir müssen wirklich über deinen Umgang sprechen. Nee, hier ist, genau, was passiert bei mir? Hier ist ganz interessant, die Straßen füllen sich jetzt, also Leute strömen raus, machen einen auf Kalou. Und es ist schon ganz interessant, gestern Abend zum Beispiel, so verschiedene Bars, die haben ja jetzt schon länger so Straßenverkauf. Und gestern waren da ganz viele Leute, die dieses Angebot in Anspruch genommen haben. Aber es ist schon so, dass du hast schon eher so Zweier-, Dreier-Grüppchen und irgendwie so draußen. Also eigentlich fände ich es interessant zu wissen, ob das jetzt eine gute Form ist, irgendwie sich zu treffen. Aber es ist ja irgendwie auch so, dass dadurch, dass jetzt irgendwie alles so ein bisschen wischiwaschi gelockert wird, wird im Nachhinein auch niemand sagen können, was jetzt sozusagen gut war oder was eine okaye Form des Wiederzusammenkommens ist oder so. Das finde ich so ein bisschen schade. Also ich bin gerade so ein bisschen lost in, was es
was ist na, richtig und falsch, kann man ja eh nicht so sagen, aber was ist ganz okay, was sollte man gar nicht tun? Und das hat auch mit der Fußballdebatte zu tun, weil die war so schnell da und irgendwie, das war für mich der Moment, wo irgendwie so, okay, wenn das jetzt gerade so wichtig ist und jetzt gerade so ernsthaft diskutiert wird, dann kann ich andere Entscheidungen, irgendwie politische Entscheidungen auch nicht mehr so glaubhaft abnehmen, weil ich dann denke, okay, da waren jetzt, es gibt so ein paar Lobbygruppen, die sehr laut sind und dann gibt es jetzt so Lockerungen. Aber irgendwie diese Logik, die es am Anfang so stark gab, ne, wo man auch viel auf die Wissenschaft gehört hat, irgendwie habe ich das Gefühl, die Logik ist so ein bisschen verloren gegangen. Ja, ich habe diese Woche ein Gespräch gemacht, das senden wir demnächst hier bei uns im Taz-Talk auch. Es gibt dazu ein Interview mit Ranga Yogeshwar. Er sagt, teilte uns die schöne Beobachtung mit, dass es jetzt ein Drängen nach Normalität gibt. Und wenn einmal so die Dämme so gebrochen sind, dann kann man da eigentlich auch nur noch moderieren. Dann kann man eben nicht mehr, wie man sich das so in spezifischen linken Polittheorien vorstellt, sowas Polizeistaatliches dagegen setzen. Das klappt einfach nicht. Und man kann es eigentlich nur so machen wie vor, ich muss mal kurz rechnen, 37 Jahren, dass 37, 38 Jahren mit der AIDS-Epidemie in der Bundesrepublik war. Da gab es ja die einen, dazu gehörte der, soweit ich erinnere, der damalige Staatssekretär Peter Gauweiler, die am liebsten alles verboten hätten. Also so irgendwie die voll drakonischen Maßnahmen. Und dann hat sich aber eigentlich der wissenschaftliche Sektor durchgesetzt, natürlich mit der Schwulenbewegung, also stark unterstützt und eher liberal-konservativen Politikern wie Rita Süssmuth und Heiner Geißler. Und die haben gesagt, wir müssen einen anderen Modus finden. Und seitdem oder über sehr viele Jahrzehnte war völlig klar, du kannst weiter Sex haben und du musst es mit Kondom machen. Und zwar nicht, um andere zu schützen, sondern um dich zu schützen. Das heißt, jeder hat für sich selber Verantwortung. Und so empfinde ich das auch mit der Maske. Das ist der Preis. Und es ist offenbar gesundheitspolitisch handelbar. Und so machen wir das jetzt. Und die Straßen werden sich weiterfüllen. Und jetzt gucken wir einfach nochmal, was geht. Also bis es zu einer richtigen Normalität kommt, glaube ich, vergehen eher noch einige Monate bis Ende des Jahres. Die große Frage wird jetzt die des Urlaubs sein. Die Leute haben jetzt ja alle Urlaubswünsche. Und wie geht man damit um? Und es gibt eine große Sehnsucht nach Tapetenwechsel. Über Tapetenwechsel hat ja die große Philosophin Hildegard Knef mal im Traktat gesungen. Und ich glaube, das ist bisher alles sehr kooperativ, partizipativ gelaufen. Aber am Ende gibt es Kalus und es gefällt mir. Ja, ich finde, Urlaub wird total spannend dieses Jahr. Ich meine, normalerweise kannst du ja an den hinterletzten versteckten Winkel der Welt fahren und triffst dann Deutschen, weil irgendwie die Deutschen überall Urlaub machen. Und jetzt machen alle in Deutschland Urlaub. Ich meine, es wird die Hölle. Ich habe schon gebucht. Wohin? Ich mache eine Radtour nach Rostock. Und habe tatsächlich auch schon, oder beziehungsweise mein Bruder hat schon so Unterkünfte gebucht, eben aus diesem Gefühl, boah, jetzt wollen gleich alle, es wird alles sofort ausgebucht sein. Und ich hoffe, dass wir diesen Urlaub machen können. Also ist ja schon noch irgendwie so die Frage, ob jetzt irgendwie eine zweite Welle von Infektionen kommt oder so. Ja, aber ich hoffe mal, dass es irgendwie klar geht. Ja, das glaube ich, dass so ein leichtes Unbehagen bleibt. Also wir haben noch nicht in Deutschland gebucht, da fällt, also uns sind irgendwie so absurde Ziele wie, also Entschuldigung, wer da gerne hinfährt, soll da gerne hinfahren, wir sind ja liberal. Aber mir sind so, also uns gingen so Dinge durch den Kopf wie Rhön oder Harz und das war irgendwie nicht so sexy als Phantasialand.
Also wir wollen schon Ende Juli nach Norwegen und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Und ja, das Ganze ist ein bisschen bei uns daran geknüpft, dass wir in Kopenhagen zurück Station machen können. Wir würden da von Norwegen zurückfliegen, eine sehr lange Strecke. Das ist im Moment noch nicht erlaubt. Also weil Dänemark möchte im Moment keine deutschen Touristen. Wir warten das mal ab. Ja. Ja. Hier, ich würde mal kurz eine Anmerkung machen, dass die paar Leute, die uns zuschauen, uns auch Fragen stellen können. Irgendwelche Fragen, weil wir sind ja laid back und wir reden über alles. Genau, kurzer Hinweis ans Publikum. Sie können uns auch erzählen, also wir lesen das alles. Ja, wir kriegen das alles weitergeleitet und lesen das. Das letzte Mal haben wir ja viel über Serien auch gesprochen. Um dem Ankündigungstext gerecht zu werden, fällt mir ein, dass du auch die These hattest, dass Männer gerade das Putzen lernen. Ja. Und diese Woche, nach dem Auftritt von Jutta Almendinger bei Anne Will, wurde ja viel darüber diskutiert, dass eben dann doch wieder die Frauen mehr Haushaltsarbeit sozusagen übernehmen. Also dass sozusagen deine persönliche Umfeldempirie nicht ganz zutrifft. Genau, und mich beschäftigt bei der Frage ja immer, es gab auch mal so eine Untersuchung von einer Frankfurter Soziologin, auch gerade so im jüngeren linksliberalen Milieu, wo es halt auch genauso funktioniert wie woanders, dass dann die Frauen eher putzen und so. Und das dann aber sozusagen im Vergleich zu früher nicht gesagt wird, ja, weil ist halt Job der Frauen, sondern die Männer sagen, das liegt ihnen halt nicht so. Und tatsächlich finde ich, es gibt auch Frauen, die sich so verhalten, aber bei Männern kann man schon auch beobachten, dieses Nicht-Sehen, wenn es irgendwie dreckig ist. Oder also kennst du diese Situation, wenn du neu in eine Küche kommst? Bei mir ist es immer so, ich scanne dann so kurz, wo ist was, und eigentlich kann ich so, keine Ahnung, nach 30 Sekunden kann ich in der fremden Küche auch das Besteck raussuchen und die Teller und alles auf dem Tisch. Und dann ist es manchmal so, dass sie noch nach Monaten immer so, wo sind die Gläser? Ich weiß nicht, wo die Gläser sind. Kannst du mir mal sagen, wo die Gläser sind? Ja, wie lernt man das? Wie lernt man die Aufmerksamkeit für solche Dinge? Also meine Eltern, könnte ich sie befragen, würden wahrscheinlich, oder zumindest mein Vater, weil das auch in dieser Hinsicht eine ziemliche Giftziege war, eine Intrigante, würden beide behaupten, ich sei unordentlich gewesen. Also ich würde dazu als Mann immer sagen, ich war auf meine Weise immer ordentlich, ich lasse mir bloß ungern und schon gar nicht habe ich mir Kommandos meiner Mutter gefallen lassen. Und meine Theorie ist, dass es von sehr vielen Frauen, gerade in Mann-Frau- oder Frau-Mann-Beziehungen, so bestimmte Ordnungsvorstellungen gibt, und die möchten sie denn auch nötigenfalls gegen ihre Männer durchsetzen. Und ich glaube einfach, dass sehr viele Männer anders funktionieren, aber dass sie eben auch funktionieren, und zwar nicht so, dass sie denn innerhalb von 7 Tagen in Pizzaschachteln ertrinken. Und da gibt es einfach unterschiedliche Vorstellung, aber ich kann aus meiner Familie sagen, meine Prägung ist eher so, dass mein Vater, war ja eine Putzhexe, also so mit Q-Tips in die Ecken, und das musste er mit seiner Herkunft einfach in seinem Elternhaus lernen. Und meine Mutter war so eher nicht husch-husch, aber so, das geht jetzt auch mal so. Also so, dass es irgendwie so hinkommt, viel pragmatischer. Was Jutta Almendinger allerdings meinte, ist etwas, was ich tatsächlich brisant finde. Mhm. Und ich glaube, das Brisante liegt aber auch an einer deutschen Situation. Es hat einfach im Gegensatz zu Frankreich, Schweden oder auch Norwegen in Deutschland gegen sehr viele konservativ-christliche Widerstände lange gedauert, ehe man hier sowas wie Horte
also für auch Kinder durchsetzen konnte. Das ist ja immer noch nicht alles. In Westdeutschland. In Westdeutschland, ja. Darauf wollte ich zurück. Das erfüllt mich immer mit tiefer Befriedigung, wenn ich denn so DDR-geprägte Frauen mitkriege, für die das irgendwie völlig klar ist. Selbstverständlich nach der Schule gehen sie in eigener Sache auch erwerbstätig arbeiten und kaprizieren sich nicht drauf, so, ach, ich nehme irgendwann eine halbe Stelle und kümmere mich dann um die Familie. Das geht natürlich irgendwie alles nicht. Und in Deutschland ist es so, dass im westeuropäischen Vergleich überproportional viele Frauen halbtags arbeiten, weil sie sich um, wie Sie sagen, Familie kümmern. Aber auch in der DDR war es auch so, dass die Frauen dann halt die ganze Hausarbeit übernommen haben. Also sozusagen schon arbeiten, also dass sozusagen da gleichgezogen sind, aber halt trotzdem, wenn das Kind krank war, ist halt auch die Mutter zu Hause geblieben und nicht der Vater. Ja. Und die Mutter hat eher gekocht und so. Also ja, gerade sozusagen in diesem privaten Umfeld. Wir sollten das vielleicht nochmal, vielleicht in der nächsten Sendung erörtern. Wir werden garantiert irgendeinen Anlass finden. Ich hänge ja inzwischen mehr und mehr so einer Theorie des Archaischen an. Das dauert wahnsinnig lange, auch Geschlechterarbeitsteilung zu ändern. Und ich glaube, da hat sich schon was geändert, aber eben nicht so viel, wie manche sich das wünschen. Und ich kenne Männer in meinem Alter, die hatte ich kennengelernt, da war ich selber so eher um die 30 und die sind, wenn Mutter mit dem Kochen fertig war, wenn das Essen fertig war, kamen die nicht mal auf die Idee, mit abzudecken. So. Und die waren gar nicht bockig, die waren auch nicht irgendwie aggressiv, sondern das hatten sie nicht gelernt und das wollten sie nicht. Das war ja auch bequem. Und davon, glaube ich, laufen noch sehr viele Leute, um nicht zu sagen, rudelweise rum. Was einem Dinger sagt, wird sich aber nivellieren. Also das wird schon irgendwie alles wieder so werden, dass die Frauen auch wieder in ihre Jobs gehen. Das ist jetzt nicht ein Backlash oder so. Das ist jetzt nur Corona. Optimistischer Blick in die Zukunft. Hier, Jan, es sind zwei Fragen gekommen. Ja. Die eine ist, was haltet ihr von Streamings? Also vor allem aktuelle Livestreamings, kostenlose von Independent-KünstlerInnen, Überangebot, Qualität, Ersatz für Live-Veranstaltungen, Autokinos. Ich kann dazu sagen, dass ich das gut finde, je länger diese Situation aber andauert, also gerade bei so unabhängigen KünstlerInnen, stellt sich halt schon die Frage, also ich finde das Angebot super, weil das trotzdem gerade für mich als Großstädterin so ein Ersatz auch ist, ne? Ich kann nicht ins Theater, ich kann nicht auf Konzerte und so. Aber es ist ja alles kostenlos. Also so ein bisschen finde ich jetzt sozusagen so eine Innovation gut, die das den Leuten auch ermöglicht, Geld dafür zu nehmen. Weil gerade bei Musikerinnen und Musikern ist es ja so, dass die über ihre Alben zum Beispiel gar nicht so viel Geld mehr verdienen, ne? Weil es Streamingdienste gibt und so. Und einfach eigentlich ganz viel über Konzerteinnahmen läuft. Und ich finde, da brauchst du halt eigentlich ein gutes Angebot, dass man da auch Eintritt nehmen kann. Und das wäre dann vielleicht auch für, gerade in Berlin ist ein Riesenthema, dass halt die Clubs womöglich sterben jetzt durch diese Corona-Zeit, weil ne, auch die ganzen Lockerungen, die es jetzt gibt, die schließen ja gerade so enge Konzertverhältnisse aus. Und wenn die eine Möglichkeit hätten, über Live-Formate Geld einzunehmen, weiß nicht, wäre es vielleicht immer noch zu wenig, aber es wäre erstmal ein Ansatz. Und genau, das fehlt mir eigentlich viel. Und ich finde jetzt, also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer wir jetzt gerade haben, aber ich meine, das Wetter ist schön, Leute gehen dann halt trotzdem einfach raus. Und das heißt auch, dass diese Videoangebote, denke ich schon, jetzt so langsam auch weniger nachgefragt werden, weil die Leute dann vielleicht eher lieber mal draußen sein wollen als zu Hause.
Ja, ich würde sagen, dieses mit Streaming ist auch eine Bedrohung für die Kinos, weil man lernt eigentlich durch das Fernsehen, zumal wenn man jetzt, hat ja inzwischen jeder einen Flachbildfernseher. Ich nicht. Ja, das kommt schon noch. Also, das spart übrigens in der Wohnung auch wahnsinnig Platz, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass dieses es fehlt noch ein Arthouse-Streaming-Dienst, transparente Angebote. Und ich finde, so eine klassische Kulturform, wie das Theater ist, durch Streaming nicht wirklich zu verlebendigen. Ja, das stimmt. Eigentlich machen die Musikerinnen und Musiker, die Künstler und Künstlerinnen, halten sich am Leben. Es ist alles eine schwierige Situation. Aber ich sehne die Zeit herbei, wo das alles wieder möglich ist, dass man in die Seele, groß oder klein, zurück kann. Bin da eher bedenklich. So in Berlin gibt es ja das berühmte Berghain. Das wird irgendwie alles in baldiger Zukunft nicht so einfach wiederkommen. Also ein Club lebt auch von größter Nähe, von konkreter Berührbarkeit. Und das ist mit guten Corona-Gründen also im Moment nicht möglich. Aber das Leben kommt zurück. Also du sagtest eben, ich sei optimistisch. Was soll man denn sonst sein? Also wenn man sich auf eine pessimistische, also man kann ja irgendwie sagen, muss nicht alles klappen. Aber wenn man sich auf eine Haltung verständigt innerlich, die da sagt, oh, also du kennst das doch auch, so diese typische Haltung. Ich glaube, wir verabscheuen das beide gemeinsam. Oh, da bleibe ich skeptisch. Da könnte ich reinschlagen. Also dann denke ich mir, Skepsis ist irgendwie ein Lebensprinzip, aber man kann doch mal irgendwie nach vorne gucken und sagen, was geht? Und es wird viel wieder gehen. Und wir werden uns rantasten. Und dann komme ich nochmal auf die AIDS-Epidemie, die auf gloriose Weise auch in den Griff bekommen wurde. Und es wird wenn man so will, das Leben kommt zurück. Und bestimmte Sachen gehen eben nicht. Ja, wobei, ich meine, bei AIDS hat es ja schon auch lange gedauert. Hier ist noch eine Frage an mich. Ist denn der Bundesliga-Restart nicht auch wichtig für die Vereine als Unternehmen finanziell, unabhängig von der Unterhaltungslust der Gesellschaft? Da bin ich ehrlich gesagt nicht gut genug drin. Jan, das weißt du bestimmt besser. So kleinere Vereine, Dürfen die dann auch wieder spielen? Also ja, so. Also zumindest Liga 1 und 2, also ab Liga 3 dann bis in die Amateurbereiche. Aber zum Beispiel in Schweden wird der Liga, die Liga hätte jetzt ja gerade erst angefangen. Und weil die eine Jahressaison haben, also nicht von Sommer bis zum Ende des Frühlings des nächsten Jahres. Aber Fußball lebt davon, wie jeder Sport, dass es Favoriten gibt und dass man aber in einem Wettkampf doch denkt, es könnte ein Außenseiter oder ein außenseiterisches Team gewinnen. Bloß diese außenseiterischen Teams in der Bundesliga haben nicht diese Kapitaldeckung, wie zum Beispiel Bayern München, Leverkusen, Wolfsburg, Dortmund, Leipzig. Also das sind dann so Vereine wie Paderborn zum Beispiel, letztendlich auch Mainz. Und die können sich auf eine bestimmte Art im Grunde genommen kaum vom Bankrott retten. Für die ist der Restart überlebenswichtig. Und ich finde das gut. Also das ist so wie auch in allen anderen Sportarten. Viele Vereine sind ja schon bankrott gegangen in der Volleyball-Bundesliga. In der Handball-Bundesliga geht nicht mehr viel. Ich finde, das sind auch Wahrnehmung oder Institution unseres modernen, zivilisierten Lebens, auf die wir nicht verzichten sollten. Und deswegen müssen da die Kleineren eher geschützt werden. Ja, also genau, also die Frage ist schon gut. Ich glaube, also genau, was stört mich daran eigentlich? Ich
glaube, mich störte vor allem das flächendeckende Testen, was da dann ermöglicht wird, aber an anderen Stellen, wo es eben wichtig wäre. Also man könnte natürlich auch sagen, Lehrpersonal wird jetzt flächendeckend getestet, weil uns ist total wichtig, dass die Schulen wieder in den Gang kommen und deshalb stellen wir da auch flächendeckende Tests zur Verfügung. Aber das ist ja nicht passiert, soweit ich weiß. Nee. Und beim Fußball geht das dann halt schon. Also ich glaube, das stört mich so ein bisschen. Also das ist so eine, ja, halt so eine Prioritätensetzung ist, wo, glaube ich, halt schon das große Geld eines Bayern München halt eine Rolle spielt. Naja, ich würde sagen, eigentlich zumindest in Deutschland ja nicht. Also es gab in irgendeiner, war das im Guardian oder in New York Times, las ich, das sei irgendwie wieder typisch Deutschland. Deutschland habe ein vorzügliches Gesundheitssystem, weil die ganzen Rentner und Rentnerinnen der Babyboomer-Generation hätten dafür gesorgt, dass überall neoliberal in den letzten 20 Jahren gespart wurde, nur nicht im Gesundheitssystem, weil sie da eben selber davon im Alter profitieren würden. Ich würde sagen, das Gesundheitssystem ist im Moment so vorzüglich, dass man selbst eine dauerhafte Untersuchung von Bundesliga-Vereinen, also es gibt genug Tests, die sind ja im Moment gar nicht alle ausgelastet, und das kann man sich erlauben. Und ich möchte nur darauf hinaus, du hast ja recht. Also auch die Schulen und Horte und Kitas sollten wieder öffnen können. Man weiß aber nicht genau, wie das mit der epidemiologischen Lage ist im Hinblick auf Kinder. Hast gemerkt, wie ich das eben gerade versucht habe? Ganz das ist auch ein schwieriges Wort. Das hast du richtig gut hingekriegt. Aber das, wenn jetzt zum Beispiel wir in so einer feudalen Situation wären, angenommen, Deutschland wäre ein einziges Elendsloch und plötzlich an der Staatsspitze gäbe es sowas wie das Fürstenhaus von Monaco und nur die würden jetzt sich testen lassen, alle anderen würden dann irgendwie Trockennarben haben, alles Mögliche. Also dann gäbe es zu Recht, aber das ist hier ja nicht so. Sondern es leben ja alle in dem Bewusstsein, dass man vorzüglich behandelt wird. Ich selber hatte vor ein paar Wochen eine etwas bange Erkältung oder was auch immer. Und ich habe einen Hausarzt, der auf eine bezaubernde Art mich gut enthysterisieren kann. Und er sagte, nee, klingt nicht nach Corona, bleib einfach im Bett. Das habe ich dann auch gemacht. Und es ist nicht für jeden ein Test zwangsläufig. Und die Schulsituation ist, glaube ich, komplizierter als die Situation in Sachen Bundesliga. Ich wäre eher gespannt, wird man im Fußball zu einer körperloseren Art finden? Beim Spiel? Ja. Ich kriege hier verschiedene Nachrichten. Also erstens haben wir nur noch 7 Minuten, 8 Minuten, ja. Jan. Ich bin auch und für es die gibt, Frauen, für die Frauenliga, natürlich. Und dann ist aber auch noch eine Frage, tatsächlich, ich meine, wir haben es angekündigt, du hast das T-Shirt an. Yeah. Zur Eurovision. Was ist mit dem Grand Prix dieses Jahr? Ja, also der Grand Prix, der das wichtigste Popspektakel mindestens in Europa ist, wird dieses Jahr nicht stattfinden. Das auch nicht live. Nee, also das, es gibt keinen Wettbewerb. Und für viele Künstler und Künstlerinnen, die da aus 41 Ländern angetreten wären, jetzt morgen genau in einer Woche in Rotterdam, eine wunderschöne Stadt. Also Rotterdam hat im Gegensatz zu Amsterdam übrigens nicht diesen ganzen schrecklichen Grachtenplunder. Also das ist eine moderne Hafenstadt und mit wunderbaren neuen Bauten. Jedenfalls, diese Künstler können nächstes Jahr wieder antreten, aber nicht mit dem Lied, mit dem sie sich dieses Jahr qualifiziert haben oder nominiert wurden. Aber es gibt morgen in der Woche in der ARD Alternativshows und es gibt noch eine Alternativshow vom größten heterosexuellen ESC-Nerd, nämlich Stefan Raab, moderiert von Conchita Wurst. Und Conchita ist natürlich großartig und
Stefan Raab auf eine gewisse Weise auch. Und irgendwie vor 10 Jahren hat jetzt Lena Meyer-Landrut gerade in Oslo gewonnen, was eine sehr, sehr aufregende, schöne Zeit war. Aber leider haben wir keinen Wettbewerb. Und, aber warum, ich verstehe das. Ich meine, der ESC, also klar, da sind auch immer Leute vor Ort, aber das ist doch eh eine Fernsehveranstaltung. Also ja, aber sozusagen, du brauchst das Geld. Die Halle ist voll, 15.000 Leute. Die ganze Stadt wäre voll gewesen. Da fahren 10.000 ESC-Fans hin. Die ganzen Journalisten, das ist auch nochmal eine Crowd von 2.000 Leuten. Na, der Spaß ist ja Reisekosten, wenn die alle nicht da sind. Ja, aber jetzt aber, so, ich meine, die Community, die hätte doch bestimmt da irgendwie gespendet auch. Nee, das glaube ich nicht. Also nee? Ich glaube, das ist ja nicht so wie bei uns mit Tatsächlich, also wo immer mehr Crowd zusammenkommt. Nee, du brauchst ein Live-Event. Das ist so, das ist ein bisschen wie beim Fußball. Du brauchst auf der Bühne. Und die hätten alle nicht anreisen dürfen. Du brauchst auf der Bühne eine Stimmung aus dem Saal, die dich aufputscht. Und einige auf der Eurovisionsbühne sterben durch die Crowd, weil dann erlöschen sie durch die Nervosität. Das merkt man auch gesanglich. Und andere baut das auf und dann gibt es plötzlich so einen Sieger wie den Niederländer Duncan Lawrence, der eigentlich im Scheinwerferlicht von Tel Aviv vor einem Jahr erst so richtig aufgeblüht ist. Und das würde alles fehlen und es wird nächstes Jahr in Rotterdam stattfinden. Und das ist so ein bisschen, wenn ich das so offen sagen darf, wie beim Sex, Vorfreude ist die schönste Freude. Ein Jahr lang. Also ein Jahr lang Sexvorfreude durchzuhalten ist schon, da würde ich mal sagen, ist eine große Herausforderung. Ja, das Und aber warum müssen die dann neue Songs machen? Ich meine, wenn es gar nicht stattfindet, dann können sie doch ja, weil das ein Regularium gibt, das sagt, die Songs dürfen nicht älter als ein halbes Jahr sein. Da gibt es Stichfristen und jetzt könnten ja Songs schon durch die Charts gegangen sein, Spotify, whatsoever. Und man will dann sozusagen mit neuem Material antreten. Das heißt, wir kriegen bei den 41 Liedern, die wir dieses Jahr alle auch schon kennen, können wir niemals mehr sagen, dieses Lied hätte gewonnen. Also es gibt in Deutschland so eine Art Fan-Voting, aber darauf kann man, also da freue ich mich auch schon drauf, das nehmen wir dann auch alle zur Kenntnis, aber darauf kann man nichts geben, weil was Fans vorne sehen, ist in der Regel nicht das, was 120 Millionen Leute, wenn der echte ESC läuft, denn Televoting-mäßig zustande bringen, das bleibt alles Spekulation. Aber das heißt, hier kam auch nochmal die Frage, das heißt sozusagen, der ESC brauchen tatsächlich die Einnahmen der Leute, die dann vor Ort in der Halle sind, um es durchzuführen. Wie viel kostet da eine Karte? Das ist alles sehr teuer. Also das ist wirklich obszön teuer. Also das auch Sponsorentickets. Aber man braucht auch, man braucht auch die Live-Atmosphäre, man braucht die Werbung in vielen Ländern, nicht in Deutschland. Läuft während eines ESCs Fernsehwerbung, das ist irgendwie alles schwierig. Und der triviale Umstand war dieses Jahr, die wollten im Februar, März ein Spielfilmchen mit den Künstlern drehen in Rotterdam, also rund um Rotterdam. Die durften dann aber nicht einreisen, wegen Corona. Und das heißt, das ist alles beschränkt und es hätte eine pure Studioproduktion werden müssen und das wollte man nicht. Der ESC ist eigentlich über all die Jahre das größte Pop-Spektakel in Europa geworden, wenn man so will, eine Pop-EM an einem Abend und dazu gehört eben auch Publikum. Okay. Ja, schade. Ich glaube, wir müssen eigentlich enden. Auch jedes Jahr. Ja. Ja, wir müssen enden und ja. Du, ich sag's dir ganz kurz, ich habe nicht diese angefangen zu gucken, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Ja. Ich habe La Casa de las Flores geguckt. Das schreibe ich mir gleich auf. Hast du den Beyoncé-Film geguckt? Nein, das habe ich noch nicht geschafft. Also aber was ich geschafft habe, ist eine Serie, jeweils dreiteilig, Criminal. Es gibt ja 4 Länderfassungen, ganz groß, Verhörsituation. Ah, die habe ich auch gesehen, ja. Großes Kino. Und
Aber ich finde tatsächlich die deutschen Beiträge richtig gut Ja. und die anderen, die fand ich dann irgendwann langweilig. So Frankreich, Großbritannien. Ich fand Großbritannien toll, Spanien kenne ich noch nicht, aber ich pflüge mich da jetzt durch. Wir danken unserem Publikum. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke dir, Jan. Danke dir, Katrin. Und dann sehen wir uns alle in 2 Wochen wieder. Wir sehen uns in 2 Wochen. Adieu. Adieu, tschüss.